erste hörende Poet des heutigen Abends hört auf den Namen Mario Tomic und ich bitte ihn unter eurem Applaus auf die Bühne. Danke sehr. Danke. Zuallererst eine Entschuldigung. Mein Text zum Thema wurde leider von der anderen Kollegin bearbeitet und daher performen wir gemeinsam heute einen anderen Text. Wir haben im Vorfeld zwei Texte geschickt für den Fall, dass man ins Finale kommt. Daher verlasse ich jetzt das Thema, werde mich aber bei einem aktuellen Thema dann noch verhaften, und zwar das Thema Migration. Ja, jetzt schauen wir mal, wie flink deine Hände sind. Der Text trägt den Namen Ösi mit Migrationshintergrund und geht folgendermaßen. In letzter Zeit habe ich keine Anstrengung gescheut, die Welt ein wenig besser zu machen. Ich stehe jetzt nicht jeden Morgen um 5 Uhr vor der Wohnung von dem Typen, der jetzt mit meiner Ex zusammen ist, mit einer Fackel in der Hand und treibe ihm Angst ein. Mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt schlafe ich aus. Ich ziehe auch die Gardinen immer zu, bevor ich masturbiere. Irgendwann musste mich einsehen, dass mich sämtliche Nachbarn, die mich mit euphorischer Begeisterung gegrüßt haben, nicht unbedingt von Poetry Slams kennen. Ich bewerfe jetzt auch keine Vegetarier mehr mit Gammelfleischbällchen. Gammelfleischbällchen. Sehr cool. Sondern nur noch mit Obst. Und jetzt nenne ich das Füttern. Ich bin ein besserer Mensch geworden. Ich habe Nein zu Drogen gesagt. Und warum? Ja, warum wohl? Wahrscheinlich, weil ich mich selbst liebe. Auch wenn es schwerfällt, ich liebe mich selbst. 5 bis 7 Mal täglich, hauptsächlich zur Internetpornografie, aber jetzt eben mit zugezogenen Gardinen. Jedenfalls liebe ich mich selbst, das ist wesentlich. Und ich brauche keine Drogen. Ich bin high vom Leben. 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 Und von den 5 Joints, die ich vor der Show geraucht habe. Jetzt bin ich ein besserer Mensch geworden. Im Zuge dieser Besser-Mensch-Werdung habe ich mir sorgfältig ein Patenkind aus der dritten Welt herausgesucht. Mir liegt zwar nichts an den kleinen Bastard, aber mir geht dabei einer ab, wenn ich Leuten erkläre, was für ein toller Mensch ich jetzt plötzlich bin. Der Deal ist auch genial. Patenschaft, 5 € im Monat und zack, schon bist du einer der Guten. Und jetzt geht es mir auch gut. Jetzt, wo ich den kleinen Senat unterstütze, habe ich nicht mehr das Gefühl, umsonst nach Österreich gekommen zu sein. Jetzt gebe ich etwas an meine Heimat zurück. Der kleine Senat ist ebenfalls Bosnier und erinnert mich sehr stark an mich selbst, als ich noch ein kleiner Junge war. Denn mich konnte damals auch keiner wirklich leiden. Und trotzdem geht es mir jetzt gut. Dank einer gesunden Lebenseinstellung und der Wirksamkeit von Psychopharmaka geht es mir hervorragend. Daher wollte ich Senat etwas Hoffnung geben und ihm Folgendes erklären. Wenn dich deine Mitmenschen nicht mögen, dann ist es nicht unbedingt das Ende der Welt, sondern vielleicht Österreich. Und habe ihn daher zu mir nach Graz eingeladen. Ich wollte ihm ein wenig Österreich beibringen. Nachdem er sich dann gewundert hat, dass bei mir in einem magischen Fenster andauernd Fußballspiele, Serien und Spielfilme laufen und Trinkwasser einfach so aus dem Rohr in der Wand herausläuft, hielt ich es dann doch für sehr angebracht, ihn über Sachen aufzuklären, die er in Bosnien nie kennengelernt haben dürfte, hier aber gang und gäbe sind. Als da wären Schweinefleisch, One-Night-Stands, alkoholfreies Bier und selbstverständlich die Frauenbewegung. Vor allem mit der Frauenbewegung tat sich Senat dann doch sehr schwer. Da dieser aber ein wichtiger Aspekt des Soziallebens der westlichen Industriestaaten ist und ich fälschlicherweise Österreich immer dazu zähle, empfand ich es als erstrebenswert, den kleinen Kanaken zu erklären, was die Frauenbewegung ist. Glücklicherweise hat man von einer Wohnung aus eine sehr gute Sicht auf ein Fitnesscenter für Frauen. Ich deutete darauf und sagte, siehst du, Senat, Fitnesszentren für Frauen, das ist der Westen, das ist Fortschritt, das ist Frauenbewegung. Da gehen die Frauen hin und bewegen sich, wie sie lustig sind. Senat war begeistert und wollte unbedingt mehr von dieser westlichen Mentalität erfahren. Er wollte ausgehen und meinte, er bräuchte jetzt Ausgehklamotten. Ausgehklamotten. Interessiert mich voll. Ausgehklamotten. Sehr schön. Ausgehklamotten. Sehr schön. Okay, jetzt bin ich irgendwie weggekommen. Ja,
bräuchte jetzt ausgeklammert. Ich war ein wenig verwundert. Schließlich war er mit zwei riesigen Koffern hergekommen und jetzt hat er nichts mehr zum Anziehen. Was hast du denn in den Koffern, fragte ich. In den einen habe ich Sachen für alltägliche Gebrauch und in den anderen habe ich Businesszeug, sagte Senan und machte demonstrativ beide Koffer auf. Im ersten Koffer waren 50 Stangen Zigaretten, 10 Flaschen Slivovitzer als auch eine selbstgebaute kompakte Vorrichtung zum Schnapsbrennen, falls das Slivo ausgehen sollte. Und darunter befand sich eine Ziege. Senat, was macht die Ziege da, fragte ich. Die ist für Hunger zwischendurch, antwortete Senat. Ich schaute mir wortlos den anderen Koffer an, den mit dem Businesszeug. Im Koffer befanden sich Werkzeuge, Bohrmaschinen, ein Diamantenschleifer sowie eine Betonmaschine und 7 Säcke Zement. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zudem hatte der Koffer einen doppelten Boden. Er nahm die Abdeckung ab, es zeigte sich eine Treppe. Diese führte in den Kofferkeller, meine lieben Freunde. Da waren noch weitere Werkzeuge. Da begriff ich, dass mich Senat nur benutzen wollte. Er wollte nicht über Österreich fahren, sondern hier nur auf dem Bau schwarz arbeiten. Ich sagte, Senat, das ist falsch. Du wirst nicht nur deine Zukunft verbauen, sondern auch sämtliche Vorurteile bestätigen, die hierzulande über unsere Landsleute herrschen, was ich mit diesem Text wahrscheinlich ebenfalls mache. Und genauso war es auch Senat, vollkommen wurscht. Er sang ignorant nur ein altes bosnisches Volkslied, was übersetzt in etwa so geht. Wenn ich rot sehe, sehe ich blau, wenn ich arbeite, dann schwarz. Fick den Staat, ich will keine Steuern zahlen, yo. Ich mach's kurz. Senat gründete ein Bauunternehmen, machte daraus einen Konzern und jetzt besitzt er eine Kette von Fitnesszentren für Frauen. Und jetzt schickt er mir jedes Monat 5 Euro zu. Dankeschön.